Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge meines Fahrerarbeitsplatzprojektes eines MAN SL 200. Ja, heute soll es um den aktuellen Stand an meinem Rohbau gehen. Ihr seht es, es hat sich im Vergleich zum letzten Mal wieder einiges getan, wie so oft. Und heute möchte ich euch mal wirklich diese groben Geschichten näher bringen, also die Rohbaugeschichten. Es soll auch insbesondere noch ums Lenkrad gehen und um Teile, die demnächst bei mir eintreffen werden. Ja, als allererstes möchte ich hier mal beim Lenkrad anfangen, das ich schon in den letzten Folgen angekündigt habe. Und jetzt war es endlich soweit, vor ein paar Tagen ist es bei mir eingetroffen. Und ich möchte euch natürlich den tollen Anblick nicht vorenthalten. Es steht hier, oder es liegt besser gesagt, es ist ein wirkliches Prachtstück, es ist echt unglaublich schön und vor allen Dingen echt im Neuzustand. Ja, also wirklich im fabrikneuen Zustand, wie es damals so um 1975 ausgeliefert wurde. Das Lenkrad kommt vom Lenkradwerk Petri, soweit ich weiß, war das irgendwo im Norden Deutschlands in einer Stadt angesiedelt. Und dieses Lenkradwerk gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr. Dementsprechend schwierig ist es natürlich auch, an Ersatzteile wie dieses Lenkrad zu kommen. Ich habe ewig gesucht, bei verschiedensten Anlaufquellen angefragt, seien es Schrotthändler oder irgendwelche Busersatzteilhändler oder auch ganz normale Verkäufer über eBay, eBay Kleinanzeigen und so weiter. Habe nirgends irgendwie ein Angebot gefunden, was dem hier einigermaßen nahe kommt. Das Einzige, was ich irgendwann mal gefunden habe, war ein Lenkrad, was altersbedingt schon zersprungen war, denn das besteht aus Bakelit und Bakelit ist extrem empfindlich gegen Umwelteinflüsse, gegen Temperaturschwankungen und so weiter und vor allen Dingen auch gegen Schläge. Ja, und das Einzige, wie gesagt, was ich gefunden habe, war eins, was schon zersprungen war, absolut hässlich, dreckig, ewig alt eben und der Besitzer wollte trotzdem noch schlappe 150 Euro dafür. Und dann habe ich mich doch dafür entschieden, über eBay hier ein Angebot zu erwerben. Eben genau das, ein absolutes Sonderangebot, das mich dann letztendlich mit Versand oder inklusive Versand nur 95 Euro gekostet hat. Das ist vergleichsweise wenig für so ein Lenkrad. Ja, und dafür, wie gesagt, habe ich ein absolut fabrikneues Lenkrad bekommen. Das hat ja minimale, kaum sichtbare Gebrauchsspuren. Also so ein ganz kleiner Kratzer oder sowas sieht man jetzt hier zum Beispiel überhaupt nicht. Der lässt sich natürlich nie vermeiden, allein schon beim Transport nicht. Und hier der Hupenknopf ist jetzt kein Original MAN-Hupenknopf, aber ich werde diesen Hupenknopf nochmal bei Zeiten gegen einen von MAN austauschen, mit schönem MAN-Emblem drin. Aber für den Anfang tut's das jetzt. Ihr kennt diesen Hupenknopf bestimmt, denn normalerweise ist hier noch dieser Mercedes-Benz-Stern drin und dann ist es ein Mercedes-Benz-Lenkrad. Oder Daimler-Lenkrad. Aber wie gesagt, wenn man hier einen MAN-Hupenknopf oder einen Setra-Hupenknopf reintut, dann ist das genauso gut auch ein Lenkrad von MAN oder Setra. Das kann man da handhaben, wie man möchte. Jedenfalls ist es ein riesengroßes Teil, 55 cm im Durchmesser. Eine absolute Rarität, was ganz, ganz Besonderes. Und es ist einfach ein kleiner Schatz, den man da hat, der im Wert ständig steigt. Und der einfach die Romantik von damals oder die Nostalgie von damals aufflammen lässt. Weil sowas kriegt man heute einfach nicht mehr. Ich habe auf eBay auch extremes Glück gehabt, dass ich noch eins bekommen habe. Das sind auch nicht mehr gerade viele im Angebot. Und das war eins der letzten, die ich noch ergattern konnte. Ja, und umso glücklicher bin ich jetzt, dass ich es endlich habe. So, jetzt aber mal zum Fahrerarbeitsplatz, wie er denn jetzt hier aktuell steht. Es hat sich ja schon ein bisschen was getan. Also ich möchte hier mal anfangen beim Zahltisch. Ihr kennt ihn ja hoffentlich noch von letztem Mal in dieser Form hier mit dieser Stütze. Aber hier unten ist ein wunderschönes Brett dran gewandert und auf diesem Brett, das ist hier unten nochmal abgestützt, wird dann später hier der Gangschalthebel angebracht werden. Denn es handelt sich ja um einen Schaltwagen und ich möchte keine Automatik fahren, ich möchte nur Schaltung fahren. Und dann wird er eben hier angebracht. Der Logitech G29 Shifter wird das sein. Und dann wird der auch noch standesgemäß verlängert und zwar mit einem schönen Rundholz. Ich habe da jetzt mal probehalber hier schon eins
hergerichtet. Also es wird dann ungefähr ja auf dieser Höhe sein und der wird dann bestimmt bis hier oben verlängert und dann eben so lang hier sein, dass ich hier richtig schön schalten kann, wenn ich hier auf meinem Stuhl sitze. Ja, und da wären wir auch schon beim zweiten Thema, hier der Stuhl. Ich habe ganz genau Maß genommen in den Bussen eben vom OCM, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, und auch in anderen Bussen, wie das denn so ist mit diesem ja, Sitzverhältnis von der Sitzhöhe her. Und was euch eventuell schon aufgefallen ist, ich habe das Armaturenbrett, also den Armaturenbrettträger und den Zahltisch um ein paar Zentimeter nach unten versetzt. Es waren glaube ich 11 Zentimeter oder irgendwie sowas in der Richtung. Denn am Anfang war er einfach zu hoch und das hätte dann schon Auswirkungen gehabt, wenn man davor sitzt, auf den Komfort. Man müsste sich dann eher hochstrecken und so und es soll ja wirklich originalgetreu sein. Ich habe da gerade noch mein Bild hier ausgedruckt, nämlich hier sieht man das sehr gut. Das Knie von dem Fahrer ist eindeutig höher als der Armaturenbrettträger an sich. Und das hat einfach den Sinn, dass wenn man davor sitzt, dass man wirklich richtig schön aufs Armaturenbrett runterschauen kann. Vielen mag dieser Abstand sehr, sehr groß vorkommen oder das Armaturenbrett sehr, sehr niedrig vorkommen. Aber wenn man davor sitzt, ist es dann das optimale Verhältnis, so wie es jetzt hier ist. Ja, und wenn ich jetzt hier, so wie jetzt, mal Platz nehme, dann sieht man es auch an meinen Knien. Sie sind hier also auf jeden Fall etwas höher als der Armaturenbrettträger und somit dann optimal in der Höhe. Ja, am Armaturenbrett selbst hat sich nicht wirklich viel getan. Ich habe es immer noch nicht lackieren lassen, auch den Träger habe ich noch nicht lackieren lassen, denn das kommt erst ganz zum Schluss, damit da irgendwelche ja, Beschädigungen dran vermieden werden können. Das Einzige, was ich euch nochmal zeigen wollte, ist hier diese ausgebesserte Stelle in der Endoptik, so wie sie jetzt aussieht. Ich finde, es geht, es fällt nicht sofort auf und es ist auf jeden Fall schöner als irgendein ausgerissener Gummirand. Ja, und demnächst wird noch die Feststellbremse, das Feststellbremsventil samt Einfassungsplatte ankommen. Ihr könnt euch eventuell erinnern, ich habe bereits eins mit einem selbstgebauten Erhöhungsring. Und das wäre auch geeignet von der Größe her. Aber es hat zwei entscheidende Nachteile. Erstens, also ich halte es hier gerade mal so hin. Erstens der Nachteil, der eigentlich größte Nachteil, dass es keine Einfassungsplatte unten hat und dass man sich die selbst bauen müsste. Der Erhöhungsring ist ja auch selbst gebaut. Ist zwar sehr gut geworden, aber ist eben dann doch kein Original und das ja, ist jetzt nicht so ganz meins. Ich würde dann doch schon gerne ein Original haben, das ist dann doch mein Anspruch an die ganze Sache und deswegen möchte ich mir gern eins kaufen oder habe mir schon eins gekauft mit einem Original-Erhöhungsring und einer Original-Halteplatte. Außerdem hat das neue Ventil den Vorteil, dass es einen elektrischen Kontakt schon integriert hat. Ja, und bei diesem hier müsste ich mittels eines Mikroschalters den Kontakt erst herstellen und bei dem anderen ist der Kontakt schon gegeben, weil eben schon ein elektrischer Kontakt vorgesehen ist. Also wird dieses hier ausscheiden. Ja, und an dieser Stelle möchte ich nochmal dieses Ventil hier vorstellen und möchte es offiziell hier zum Kauf inserieren. Denn ich brauche es wirklich nicht mehr. Es befindet sich aber im Top-Zustand. Es sowohl also im optischen Top-Zustand als auch im funktionalen Top-Zustand. Und der passende Mikroschalter wird mitgeliefert. Das heißt, ihr könnt es ansteuern mit OMSI. Also das lässt sich auf jeden Fall einrichten. Und wenn man jetzt nicht unbedingt diese Halteplatte braucht und das Ventil zum Beispiel irgendwo in eine Seite, in diesen Schrank hier zum Beispiel reinbauen möchte oder so, dann braucht man ja die Halteplatte nicht unbedingt. Und all den Leuten sollte dieses Ventil gerade recht kommen. Und somit möchte ich das jetzt hier zum Kauf eben inserieren. Und wenn jemand Interesse hat, dann kann er mich einfach in den Kommentaren oder per E-Mail, die gerade eingeblendet wird, kontaktieren. Ja, außerdem habe ich mir hier eine RAL-Farbpalette geholt und mir hier schon mal passende Farben für die Lackierung von dem Armaturenbrettträger und dem Armaturenbretteinsatz ausgesucht. Ich schwanke derzeit noch zwischen Anthrazitgrau, was man hier sieht, und Signalschwarz, was man hier sieht. Ja, die sehen sich ja relativ ähnlich, aber ich weiß noch nicht ganz genau, welches ich hernehmen werde.
Denn das Armaturenbrett war ja oder ist jetzt im aktuellen Zustand auch noch nicht ganz schwarz, sondern nur eine kleine schwarz- oder graue Abstufung. Und ja, da bin ich noch ein bisschen am Überlegen, aber ich werde mich dann noch entscheiden und das dann dementsprechend auch lackieren lassen. Ja, und hier haben wir noch mein Klemmbrett, das kennt ihr ja schon. Das wird dann auch meistens hier auf dieser Ablage liegen und ich werde es dann einfach zu Rate ziehen, wenn ich nach dem Fahrplan schauen muss. Außerdem hat sich hier ein bisschen was getan. Und zwar habe ich mir hier schon ein Loch für einen weiteren Zugschalter gebohrt. Der ist jetzt hier noch lose drin, aber der obere ist ja schon fest. Den kennt ihr ja noch vom alten Fahrerarbeitsplatz. Und der untere ist eben hier genau drunter und wird dann für die Haltestellenbremse zuständig sein. Da wird dann auch noch ein dementsprechendes kleines Schild hinkommen. Ja, und diese Aussparung hier ist für eine Kontrolllampe. Ich denke, man sieht es schon, da ist eine LED drin und das ist so ein Kunststoffeinsatz, der da eben genau reinpasst. Und ich habe mir aus einem Rundhauber, einem MAN-Rundhauber oder einer MAN-Pritsche, eine freundlicherweise durfte ich das machen, eine Kontrolllampe ausbauen oder ausgebaut. Die war ursprünglich komplett verchromt. War auch sehr schön, dass sie verchromt war, aber ich wollte sie gerne in einem schönen Mattschwarz haben, denn das hier ist ja auch alles schön mattschwarz. Und dann habe ich sie mir kurzerhand mattschwarz lackiert und die wird dann hier drauf kommen. Das ist die Türfreigabe für hinten und das ist die Haltestellenbremse. Genau, denn mein Armaturenbrett an sich verfügte über keine Haltestellenbremse. Da waren damals diese zwei Türtasten und die Feststellbremse mit der Haltestellenbremse gekoppelt, aber das kann ich euch nochmal in Ruhe erzählen. Auf jeden Fall gibt es hier an sich keinen Haltestellenbremsenknopf oder Schalter. Das heißt, ich habe eigentlich nur die Feststellbremse und die ist eben hier auf dem Armaturenbrett untergebracht und die Haltestellenbremse und die Türfreigabe für hinten, die werden dann darauf gelegt. Dann ist hier an die Wand noch ein schönes RVO-Schild gewandert, was ja sonst immer hier in der Ecke stand. Und jetzt habe ich es endlich mal angeschraubt. Zeit ist es geworden. Es werden hier auch noch schöne alte MAN-Werbungen aus dem Jahr 1975, also passend zu meinem Fahrerarbeitsplatz, hinkommen. Zwei Stück. Die werden jetzt demnächst gleich kommen. Und hier vorne hat noch ein schönes Schild Platz gefunden, was ich auch beim OCM ergattert habe. Habe ich euch ja schon mal gezeigt. Hier fehlt gerade noch eine Schraube, die wird aber noch nachgerüstet. Das jedenfalls passt super zu meinem Zahltisch hier und macht sich echt gut in der Ecke. Und weil man das hier gerade so schön sieht, dieses komplette Grau von diesem Fahrerarbeitsplatz. In diesem Grau, dieses Grau habe ich mir irgendwann mal vor Urzeiten gekauft und den eben so angestrichen. Ich finde aber den Farbton mittlerweile eher unpassend und deswegen habe ich mich dafür entschieden, den Fahrerarbeitsplatz, wenn denn alle Rohbausachen, so wie jetzt hier diese Holzflächen, fertiggestellt sind, dass ich den dann in einem komplett mattschwarz oder sowas in der Art lackiere, dass er dann eben farblich auch hier zu dem Logitech und zu dem Armaturenbrettträger und so weiter passt. Und dann werde ich hier alles erstmal abschleifen, dann die ganzen Schraubenlöcher und so zuspachteln. Das wird eine Mordsarbeit, da werde ich dann auch noch drüber ein Video machen. Aber es wird sich dann auch im Endeffekt lohnen und dann werde ich alles schön schwarz anstreichen, damit es farblich einfach passend ist. Ja, und hier haben wir dann noch meinen Schlüsselbund. Das wollte ich euch auch nochmal kurz zeigen. Ich habe hier extra ein kleines Schildchen gemacht für den MAN SL200, damit man gleich weiß, welchen Bus ich denn hier fahren kann. Mein Zündnagel fürs Zündschloss ist auch schon dran. Somit bin ich quasi schon voll vorbereitet. Ja, und dann hier auch noch mal gleich zum Zahltisch. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Und zwar, was soll ich als erstes sagen? Ja, ich kann hier einmal den Schlüssel, ich habe mir nämlich einen Schlüssel besorgt, beziehungsweise einen Schlüssel zur Verfügung gestellt bekommen, freundlicherweise von Felix, meinem Kanalpartner. An dieser Stelle an Felix einen recht herzlichen Dank für die Zurverfügungstellung von diesem Schlüssel hier. Vielen, vielen Dank, der hat mir echt schon sehr weitergeholfen. Ich kann ihn jetzt eben hier reinstecken, er passt wohlgemerkt. Ja, und wenn ich ihn jetzt hier so reinstecke, dann ist der Zahltisch entsperrt oder entriegelt. Das heißt, ich kann hier aufmachen, ich könnte jetzt hier hochklappen und dann könnte ich die Geldkassette rausnehmen. Und die Geldkassette hat hier extra noch so einen Sperrmechanismus, der dann für den
Schlüssel nochmal zuständig ist, ob ich dann eben umdrehen kann oder nicht. Das kann ich mit diesem Zäpfchen hier steuern. Und so kann ich dann eben die Geldkassette, hier in diesem Zustand ist sie jetzt eben offen. Das heißt, ich kann sie rausnehmen und der Fahrer kann sie wechseln. Dann kann ich natürlich auch die ganzen Schubladen hier aufmachen. Die obere geht ein bisschen schwerer, aber die untere geht umso leichter. Und wenn ich jetzt zudrehe, also einmal sperre, so rum, genau, so, jetzt sieht man es hier, also so war offen und wenn ich jetzt sperren will, ist hier so eine Sperre drin. Und es liegt daran, dass dieses Zäpfchen jetzt noch hier, ich glaube man sieht es ein bisschen, direkt vor diesem Schließriegel sich befindet und somit den da nicht durchlässt. Das heißt, ich muss das Zäpfchen jetzt erst nach oben drücken, so. Jetzt ist es nach oben gedrückt. Ich könnte jetzt in dem Zustand die Kassette immer noch rausnehmen. Es ist alles noch frei. Aber wenn ich jetzt komplett zudrehe, ja, so, dann ist hier unten dieser Zapfen unter diesem Riegel und somit kann ich jetzt nichts mehr an dieser Geldkassette machen. Ich werde euch das gerade mal demonstrieren. So, wenn ich jetzt hier versuche hochzuklappen, geht da gar nichts mehr. Und die Geldkassette lässt sich auch nicht mehr rausnehmen. Und außerdem lassen sich hier die Münzschalter nicht mehr bewegen. Außerdem sind auch, wenn ich jetzt den Schlüssel abziehe und das hier wieder zumache, sind auch die Schubladen verriegelt. Das heißt, auch die bekomme ich nicht mehr auf. Und deshalb ist dieser Schlüssel echt Gold wert, weil da kann ich auch mal meine Wertsachen reintun und einfach mal verriegeln. So, jetzt sperren wir aber nochmal kurz auf. Und schauen dann nochmal in die Schublade hier. Da habe ich nämlich etwas ganz Besonderes drin. Und zwar wunderschöne Fahrscheine, die ich mir selbst gedruckt habe. Machen wir gerade mal auf hier. So, das sind jetzt meine eigenen Fahrscheine, denn jeder, der mal zu Besuch kommt und der hier mal mitfährt, der kriegt von mir einen Fahrschein. Man sieht es hier, ich habe es hier im Design von diesem MAN-Logo gestaltet, SL200. Diese Nummern hier sind fortlaufend, das heißt hier Nummer 2 und so weiter und so weiter. Und hier nochmal ein gültig am, da kann man dann abstempeln oder reinschreiben, wann das denn, wann der Fahrschein denn gegolten hat. Und hier steht nochmal so ein kleiner Text, vielen Dank für Ihre Mitfahrt noch. Und hier so ein perforiertes Eckchen für die Entwertung, das man dann abreißen kann als Fahrer und somit die Fahrkarte entwerten kann. Eigentlich sind diese Fahrkarten immer hier auf so einem Fahrkartenbrett gewesen. Aber das habe ich noch nicht. Vielleicht ja, schaffe ich es mir irgendwann mal an. So lange auf jeden Fall werde ich die Fahrkarten hierher legen oder auch hier reinlegen und dann immer welche ausgeben. Und ich hoffe, man erkennt das hier einigermaßen. Ich habe mir auch noch von Verwandten, Bekannten und Freunden ein paar D-Mark-Münzen mitnehmen können. Und auch von Felix, auch hier nochmal danke an Felix, freundlicherweise umsonst eine D-Mark-Münze zur Verfügung gestellt bekommen. Und somit habe ich jetzt hier zum Beispiel an Zehnerlen relativ viele, wie man hier sieht. Und ein Mark-Stücke habe ich jetzt auch ein paar. Das sollten, glaube ich, 6 oder 7 Stück sein. Und sogar 2 2-Mark-Stücke habe ich, ja. Das ist jetzt noch gesperrt, stimmt. Da muss ich jetzt erst wieder diesen Zapfen hier runter tun. So. Und dann lassen wir die mal raus. Und sehen schon hier schöne 2-Mark-Stücke. Richtig toll. Wobei ich ja sagen muss, ich werde wahrscheinlich nur die 50... Nee, ich werde nur die 10 Pfennig und die 1-Mark Röhre dann in Betrieb nehmen mit OMSI. Die reichen mir eigentlich und davon habe ich auch am meisten. Aber ja, das nur mal so am Rande. Und natürlich auch an euch die Bitte, wenn noch jemand D-Mark-Stücke hat und sie nicht mehr unbedingt braucht, verkaufen oder verschenken möchte, dann möchte er mich doch bitte auch kontaktieren per jetzig eingeblendeter E-Mail. Denn es würde mich echt sehr freuen, wenn das noch ein bisschen mehr würde. Denn ich möchte halt wirklich jedes Mal, wenn ich hier drauf drücke, dass auch wirklich was rauskommt. Der Zahltisch ist übrigens so konstruiert, beziehungsweise so auf dieses Brett hier drauf geschraubt, dass ich ihn hier mit Flügelmuttern eben, also diese Gewindestangen hier sind mit dem Zahltisch selbst verbunden und wenn ich diese Flügelmuttern hier aufdrehe, dann kann ich den ganz normal oder ganz leicht abheben mit diesen 2 Gewindestangen und beiseite stellen. Das wird uns vor allen Dingen dann zugutekommen, wenn wir dieses komplette Gestell hier einmal streichen und abschleifen und dafür
hier aus dem Zimmer ins Freie raustragen müssen und den ganzen Korpus hier auseinanderbauen müssen. Dafür ist es sehr hilfreich. Und dann gibt es noch hier unten zwei Muttern und Scheiben, Beilagscheiben, die man dann mit einem speziellen Schraubenzieher aufmachen kann und somit dann auch dieses komplette Brett hier samt dieser Stütze einfach abnehmen kann, abheben kann, sodass man das Ganze hier leichter transportieren kann. Viele von euch haben sich wahrscheinlich schon gefragt, was es mit dieser ominösen Stahlröhre hier auf sich hat. Das ist ganz einfach gesagt eine ganz normale Auspuffverlängerung mit unten mit ein bisschen einer Aufweitung, die ich mir über eBay bestellt habe, zusammen mit einer weiteren, die liegt gerade da hinten beim Lenkrad. Die ist aber dann später für die Lenksäule zuständig, das werde ich euch gleich noch zeigen. Die hier vorne auf jeden Fall wird einen ganz anderen Nutzen haben. Da wird hier oben ein Brett drauf kommen, und zwar ungefähr so, natürlich nicht so groß, viel, viel kleiner. Und auf dieses Brett wird dann die Wagenheldanzeige draufkommen. Natürlich sehr ästhetisch, dass man die Wagenheldanzeige über dem Brett ist und dass man das Brett nicht mehr sieht. Und dann wird hier eben eine schöne Wagenheldanzeige draufkommen. Und die wird dann auch immer anspringen, wenn in OMSI ein Haltewunsch kommt. Denn mein Armaturenbrett hat nämlich eine Besonderheit. Die SDs, SLs und SÜs und SGs Armaturenbretter und auch die O305, O307 und so weiter. Diese ganzen Armaturenbretter von diesen Standard 1 Bussen, die hatten eigentlich immer ganz rechts eine Haltewunschlampe in Gelb. Die kennt ihr ja bestimmt auch aus OMSI. Aber mein Armaturenbrett hat so eine Lampe nicht. Das heißt, ja, ich merke quasi nicht, wenn irgendwie ein Haltewunsch kommt. Und somit habe ich mir so eine Wagenheldanzeige hier besorgt und möchte die hier drauf bauen. Und die dann auch noch koppeln mit einer Glocke. Das heißt, immer wenn die angeht, diese Wagenheldanzeige, ertönt ein Glockensignal. Da habe ich mir schon auch vom Felix, auch hier nochmal vielen Dank an Felix, eine Glocke besorgt. Die wird dann irgendwo hier unten in den Schaltschrank reinkommen und wird dann immer mit dieser Wagenheldanzeige gekoppelt sein. Das heißt, es wird auch immer ein akustisches Signal geben, wenn ein Haltewunsch kommt. Ja, und zu guter Letzt noch zur Lenkung und der Lenksäule. Da habe ich mich jetzt dafür entschieden, hier diese Ausbuchtung, die ihr schon mal gesehen habt, aber eben noch in dem Anfangsstadium als viereckiges Brett, die habe ich eben ausgesägt, sodass sie wirklich aussieht wie bei den originalen Bussen auch. So eine ja, Aussparung mit einer entsprechenden Rundung. Und in diese Rundung rein kommt der Aufsatz vom Logitech G27. Und dieser Aufsatz ist hier, ich demonstriere es gerade mal, er ist leicht drehbar, der dreht sich wirklich gut. Und hier wird dann ein Rohr drauf kommen, das ist eben dieses Rohr hier hinten. Dazu möchte ich jetzt aber noch gar nicht viel mehr sagen, das ist einfach nur das gleiche Metallrohr, wie ich es vorher schon gezeigt habe. Und das wird da dann drauf kommen. Ich werde es demnächst noch zu einem Freund mitnehmen zum Schweißen. Und wie das Ganze dann genau funktioniert mit der Lenkung, möchte ich euch wann anders erzählen. Das soll jetzt noch gar nicht so die große Rolle spielen. Nur mal so viel, das Logitech wurde hier schön drunter gebaut, sodass es dann bündig hier anliegt und dass dann die Lenksäule eben hier hochgehen kann und hier dann das Lenkrad aufgesetzt wird. Ja, und hier habe ich jetzt provisorisch mal dieses Tragholz für dieses Logitech einfach mal ein bisschen angekeilt, eingekeilt und festgeschraubt. Das wird natürlich noch viel ästhetischer gelöst. Und das ist jetzt nur mal so eine Art Provisorium, damit man mal ungefähr sieht, wie es dann am Ende wird. Ebenfalls wird hier dieser Rand, den ihr hier unten seht, dieser Holzrand, noch ein bisschen weiter reingesägt, sodass man den dann hier, wenn man davor steht, nicht mehr sieht, dass er dann eben nach hinten rein verschwindet. Das ist jetzt aber im Moment auch noch nicht geschehen. Das wird dann demnächst noch kommen. Und dann werde ich auch noch diesen Träger mal festschrauben, provisorisch, dass er dann nicht mehr verrutschen kann. Und die Pedale werden dann auch nochmal demnächst hier nach vorne wandern. Und zwar kommt hier in die Mitte eine Stütze nochmal fürs Logitech, damit das wirklich richtig bombenfest hält. Und die Pedale werden hier abgeschraubt von diesem Aufsatz und dann hier vorne auf ein Brett angeordnet. Und zwar so, dass man richtig gut hinkommt und dass sie individuell eingerichtet sind. Ja, und auch eine letzte Kleinigkeit will ich jetzt nicht vergessen. Und das ist nämlich der Tastaturbeistelltisch. Der besteht eigentlich nur aus vier Holzbalken mit entsprechenden Querverbindungen
und hier oben einer schönen Ablagefläche, wo ich die Tastatur und auch die Maus drauflegen kann, sodass ich hier ganz bequem die Tastatur eben beiseite stellen kann und den Tisch dann hier einmal verrutschen kann und wenn ich dann hier sitze, richtig schön die Tastatur noch bedienen kann, wobei ich dann nicht mehr viele Befehle brauche, aber die wenigen, die man noch braucht, kann ich dann hier eben steuern. Der Bildschirm wird dann noch näher hier ranrücken und die Maus wird dann meistens auf dem Zahltisch stehen, sodass ich da optimal ja, alles bedienen kann. Ja, und das war auch schon die heutige kleine Folge, würde ich mal sagen. Ist jetzt trotzdem etwas lang geworden, das bitte ich zu entschuldigen, aber ich denke, wen es interessiert, der schaut da auch gerne zu. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn jemand von euch Interesse hätte an dieser Feststellbremse oder mir weiterhelfen könnte in Sachen D-Mark. Und ja, somit wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.